So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker und den Leveln von Markus. Es sind noch ein paar über. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Wenn die so interessant sind wie die letzten, dauern sie ein bisschen länger. Und wir gucken mal. Der Fossilberg. 1, 2 von Nigrik. Das heißt, das wird schon mal nichts mit dem Rekord. Auf diesem Berg werden gerade einige Fossile von Bergarbeitern ausgegraben. Na, mal gucken, ob wir da Fossile finden. Ich bin gespannt. Sage ich auch irgendwie jedes Mal, ne? Ich sage immer das Gleiche. I don't know. Okay. Erklimmen wir den Fossilberg. Plop. Du gehst erstmal weg. So. Ah, da geht's hoch. Okay. Du gehst auch weg. So. Das sind schon einige Fossile in der Wand gewesen. Okay, jetzt würde mich interessieren... Oh. Die kommt zurück. Was ist hier drüben? Ach, hier hätte ich mit der Pflanze... Moment, da muss ich mal gerade improvisieren. Nachdem ich mir die Pflanze gerade verbaut habe, mit der ich da hochgekommen wäre. Ups. Muss ich ein bisschen improvisieren. So. Okay. Also eigentlich wäre man mit der Pflanze hier hochgekommen. Wird wahrscheinlich ein Leben oder sowas. Yes. Gut. Und dann macht man natürlich normalerweise nicht mit der Shell, sondern mit der Pflanze. Okay. Aber man kann sich ja helfen, ne? Ist ja kein Problem. Ich arbeite mich hier die ganze Zeit mit der Shell. Das ist jetzt meine... Nein, bleib hier. Das ist jetzt meine Begleiter-Shell. Meine Companion-Shell. So. Und die bleibt jetzt da. So, okay, cool. Sehr schön. Das ist die Shell, die das Level bestimmt. Ich kann jetzt in die Röhre... Und ich... Achso, ich kann ja gar nicht. Ich muss in die Röhre. Ich brauche einen Schlüssel. Gott. Oh, die ist gar nicht mal so verkehrt hier für die Shell, ne? Zack. Ich meine, ich könnte jederzeit eine rote mir holen, aber das ist jetzt meine Shell. Okay, hier geht's in die Röhre. Ja, wir gehen erstmal hier rein. Ah, ist ja gut. Zack. Das! Mein Schlüssel. Okay. So, aber da geht's ja noch woanders hin, hier in dem Abschnitt. Bin jetzt ja durch Zufall nur hier weiter. Ah! Hier geht's ja auch in die Richtung noch. Uah! Vielleicht nur für einen Pilz oder sowas? Okay, das ist ein Leben. Und hier drin? Was ist hier drin? Okay, da ist aber auch Stuff. Das kann ich nur... Uah, das war riskant. Das... Oh, wait, brauche ich zwei Schlüssel? Das weiß man ja vorher gar nicht. Wir haben ja nur eine Schlüsseltür erst gesehen. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt durch die Schlüsseltür gegangen und hätte festgestellt, wait, ich brauche noch einen zweiten Schlüssel. Aber so haben wir das jetzt nicht. Gib mir den Pilz. Ah, da war kein Pilz drin. Ha! Mist. Ich hätte gern einen Pilz. Wegen genau den Kollegen da. Aber den kriege ich los. Oh, okay. Oder er wird sich selber los. Jetzt weiter. Ah, jetzt sehe ich nicht, wohin ich springen kann. Das war knapp. Okay, passt. Ah, es war ein bisschen knapp. Aber alles gut. Wir können jetzt hier durch. So, und dann kommt eine zweite Schlüsseltür. Oder wie sehe ich das? Nein, sieht man erstmal noch nicht. Okay. Es kommt sogar ein neuer Checkpoint. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, ist der Schlüssel hier weg. Oh, ich wollte gerade sagen, wie muss ich den denn... Nein, meine Shell! Beim Boss hat sich die Shell verabschiedet. Okay, so. Ja, wie muss ich den denn machen? Natürlich so. Wow! So, schön in die Lücke rein. Genau. Oh, Mist, ich dachte, ich kann jetzt da schon durch.
kann ich noch nicht. Aber jetzt gleich. Wäre cool, wenn die Explosion ihn mitkillt. Ah, warte, wir killen ihn so. Nice. Okay, aber der Schlüssel ist... ist es jetzt ein Bonus dann, wenn ich den Schlüssel behalten kann? Kriege ich dann nochmal eine Bonus-Schlüsseltür oder ist es optional? Also einmal in die eine oder einmal in die andere Richtung. Da ist meine Schlüssel... Okay. Ja, das ist Bonus. Wenn man beide Schlüssel holt, ist das hier Bonus. Okay, cool. Und hier geht's richtig weiter. Also die Sache ist die, ich käme einmal rüber mit Yoshi, aber ich käme nicht mehr zurück. Hallo, versteckter Block, der mich ein bisschen erschreckt hat. Das Problem ist, hier ist das Ziel. Aber ich wüsste schon gerne, warum da drüben Land ist. Aber ich komme halt nicht mehr, ne? Wenn ich jetzt dahin springe, ich komme nicht mehr zurück. Ich kann mit Yoshi darüber, aber das war's dann. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Vielleicht ist es ja nur so zufällig gebaut, dass es nur so aussieht, als könnte man darüber und man kann es gar nicht. Und dann würde ich da drüben hängen und kann ich hierher zurück und müsste nochmal spielen. Das wäre doof. Wir gucken mal kurz in die Dings rein. In die Level-Infos, ob ich da die Stelle sehe. Ist das Ziel hier mit dabei? Ja, muss ja. Das Ziel ist ja in der Hauptwelt. Ja, das ist dabei. Perfekt. Dann können wir hier mal reinschauen. Okay, das wäre hier drüben, wäre das dieses Stück gewesen. Ich glaube, das ist Zufall. Ich glaube, das ist nicht gedacht, dass man darüber kann. Wenn ich mir das so angucke. Naja, aber schönes Level. So. Honeybee Mountain. An easy mountain with many bees and secrets. Many secrets, okay. Ba-ba-da-bum. Da ist doch hundertprozentig eine Katze in dem Park. Okay. Dann ist hier eine Katze. Okay, nur eine Münze. Irgendwann kriege ich eine Katze. Wir sind in 3D-Land. 3D-Land ohne Katze wäre komisch. Wait, wie mache ich das denn jetzt? So mache ich das, okay. Katze! Oh. Katze! Oh, okay. Aber ein Leben immerhin. Das ist schon mal eins von den Secrets. Da ist meine Katze, sag ich doch. Ich brauch sie sogar. Die ist nicht mehr optional. Ohne Katze komme ich hier nämlich nicht durch. So, jetzt kann ich hier hoch. Oh, ist schon noch ein Leben. Jetzt kann ich hier hoch und ich kann da runter. Ah, das war für Geld. Oh boy, nicht die Katze verlieren. Ja, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt die Katze verliere? Ach so, das ist ja eine Röhre. Da kommt immer wieder eine neue Katze raus. Halt. Da ist mal der Schlüssel für das Ding hier. Aber da drüben war auch noch was. Hier geht es nämlich auch noch hoch. Und da ist bestimmt noch mal ein Leben versteckt oder so. Ja, hallo. Zack. Checkpoint. Hier wieder so. Ja, okay. Hat er dann immer an solchen Stellen die Platz sind? Kann sein. Ich wollte gerade sagen, da kommt es doch irgendwie jetzt irgendwas. Hat es doch mit der Röhre auf sich. Komme ich da überhaupt ohne das Ding hoch?
Ah, geht gar nicht. Okay, dann muss ich das Ding nutzen. Okay, das ist gar nicht mal so knapp. So, zack, zack, zack. Da wäre wieder eine Katze gewesen. Oh, was mache ich denn? Quatsch mache ich. Jetzt kann ich hier in die Röhre, die gibt es aber nur, die führt wahrscheinlich nur zu dem Block. Ja, okay. Gut. Dann kann ich hier rüber. Aber hier scheint es weiter zu gehen. Aber hier geht es auch weiter. Oh mein Gott. Oh shit, der war einfach nur so da, der Bowser. Oh. Ja, gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, jetzt muss ich das ohne die Katze machen. Ah, okay. Ah, ich krieg gleich die Katze wieder. Yay. Okay, dann muss ich hier rüber gehen. Die Röhre da ist, das will ich nicht. So, also geht's hier tatsächlich richtig weiter. Wie es zu vermuten war. Okay, da kann ich nichts machen. Dann muss ich das hier machen. Ich kann hoch und ich kann runter. Oh! Okay, da gibt es einfach nur einen Checkpoint. Auch cool. So. Okay. Ich habe nur mal kurz geguckt, falls wir jetzt gleich sterben sollten, ob ich irgendwo ein Power-Up kriege. Und die Antwort ist... Nein. Kann ich in irgendwelche Röhren rein? Ich glaube, die kommen nur da raus, ne? Ja, okay. Ja, okay, egal. Ich schätze fast, wir werden jetzt durch sein. Das war ja so eine Art Boss jetzt gerade. Ja, nice. Hier gibt es nochmal ein Leben bestimmt. Nein? Okay, okay, hat genug Leben versteckt. Gut. Alles klar. Ich habe den Namen von der Welt vergessen, aber das war das Bienenlevel. Honeybee Mountain. Entschuldigung, es ist ein bisschen spät. Honeybee Mountain. König Goombas neue Fabrik. König Goomba hat eine neue Fabrik gebaut, in der er aus Pilzen Goombas macht. Das ist mal eine interessante Produktion. Okay. Mal gucken, ob wir das auch sehen oder ob einfach nur Goombas uns entgegenkommen. Oder ob er irgendwie was gebaut hat, dass man einen Pilz irgendwo reinfernzieht zieht und dann kommt ein Goomba raus. Ich glaube nicht, dass man das bauen kann. Da kommen auf jeden Fall schon mal Goombas raus. Da ist schon die Produktion sozusagen zu Ende. Da kommen auch Goombas raus. Kann ich da rein? Nein. Hier werden einfach nur die ganzen fertigen Goombas uns entgegengeworfen. Aber am Anfang war da, am Anfang war es. Ich würde gerne irgendwann nochmal zurückkommen. Da war irgendwas noch, was ich machen kann. Vielleicht kriege ich ja einen Flugdings oder so. Hier kommt noch mehr Goombas raus. Und das ja. Da kommen auch Goombas raus. Ah! Das springt da auch noch rein, weil er sich ja... Ach so, Moment. Nein, hier komme ich einfach... Doch, hier komme ich rein. Ach so. Ah, das war der Anfang. Okay. Dann hat sich das jetzt schon geklärt. Habe ich nicht... Ja, da habe ich nicht richtig hingeguckt. Gut, dass wir gestorben sind. Dann konnten wir das uns jetzt gleich mal kurz anschauen. Dann ist jetzt hier nichts... Ups.
nichts weiter anderes. Ja, wo war denn jetzt der Pilz? Da oben war der Pilz, ne? Yes. Nee, mein Leben. Oh, hier war noch ein Pilz. Da war noch ein Pilz. Okay. Gut. Dann diesmal einfach. Ups, diesmal einfach nicht erschrecken. Von dem Gumba, der da rauskommt. Stopp. Okay, da ist nur eine Mütze. Passt. Ich wollte gucken, ob da oben was ist, aber es ist nur eine Mütze. Da ist der Pilz. Also er hat schon sowas Fabrikartiges gebaut. So, den Pilz würde ich hier dann so bekommen können. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob er noch irgendwie was einbauen wollte, dass man sieht, wie tatsächlich ein Goomba aus dem Goomba wird. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass man das kann. Mit SMW-Hex würde das funktionieren, aber ich glaube nicht, dass es in Mario Maker geht. Dafür müsste man dann doch wieder sehr mit irgendwie Hintergrund und Vordergrund arbeiten. Ich glaube nicht, dass das hier funktioniert. Gut. Wait, in welche Tür gehe ich denn jetzt? Gehen wir erstmal da rein. Da kommt jetzt ein Goomba an. Okay. Wir haben jetzt ganz viel in der Fabrik selber noch nicht gesehen. Okay. Dann geht's einfach weiter. Wir haben, also entweder wir haben jetzt ganz viel geskippt in der Fabrik, oder aber... es geht jetzt in der Fabrik weiter und das ist nur so ein Zwischenspeicher. Jetzt muss ich zurück. Und jetzt kommen hier Goombas raus. Ja, und zwar richtig mit Karacho kommen die raus. Okay. Okay, tschüss. Und jetzt sind die hier... Okay. Da werden die Pilze zerstampft und daraus werden dann die Goombas. Achso, aber jetzt muss ich erst nochmal hier rein. Okay. Wie gesagt, Entschuldigung, dass ich gähnen muss. Hat nichts mit dem Level zu tun. Nur mit der Uhrzeit. So, jetzt rennen wir hier mal ein bisschen schneller durch. Okay. Ah, mein Gott. Ah, jetzt kriege ich aber einfach den Schlüssel. Und jetzt kann ich hier rein. Oh, das ist ein Sprung. Den ohne Hit schaffen ist, glaube ich, gar nicht mal so simpel. Jetzt muss ich da hinten einen Wandsprung machen, um hier hochzukommen und dann den drücken. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt wird's kritisch. So. Und drüber. Okay. Ah, der kommt angeflogen. Das ist König Goomba. Der hat eine Krone auf dem Kopf. Die keine Krone ist, aber ist egal. Ah, jetzt kommt die gleich ein P-Switch runter. Aber ich glaube, den kriege ich auch so gekillt. Wartet mal. Ja. Ach so, aber ich muss ja den P-Switch auslösen. Wegen hier. Ich dachte, ich muss ihn killen. Ja. Oh, jetzt muss ich aber... So eben gerade nicht. Ich wollte ihn in die Hand nehmen, aber in SMW, Quatsch, in SMW, in Mario Maker kann man den ja nicht in die Hand nehmen, indem man drauf springt und die Taste drückt. Das geht ja nicht. Wir spielen ja nicht SMW. Da hätte ich den jetzt in die Hand nehmen können und einfach drüben drücken. Ich habe vergessen, dass ich den sofort auslöse, wenn ich drauf springe. Ah. Mist. Okay, also nochmal hier durch. War jetzt ja nicht so wild, sagte er und lässt sich direkt treffen. Okay.
So. Zack, zack, zack. Aber cooles Fabriklevel. Kann man nichts sagen. So. Kann ich eigentlich? Tschüss. Oh. Wenn ich das hier mache, falle ich runter, ne? Lol. Okay. Man kann es machen. So, und jetzt kann ich hier ganz in Ruhe. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, was passiert eigentlich, wenn ich dumm bin und den in die Lava fetze? So, aber... Uah! Nicht Wandsprung machen! Junge! Gott, Mario, was tust du? Ah, wenn man den jetzt anders gedrückt hätte, könnte man noch was sich hier im Leben holen. Okay. Ah, sehr schönes Level. Sehr schönes Level. Oh yeah. Mario time. Er hat auf jeden Fall diese Fabrik-Vibes. Das hat er schon ganz cool gebaut. So. Boom Boom Swamp Castle. Okay. Gerade hatten wir König Goomba, jetzt haben wir Boom Boom. Ach, und Dings hatten wir ja schon mal, ne? Das ist für die andere da. Die andere halt. Wahrscheinlich ist das Level dann relativ ähnlich. Zu dem Pom-Pom-Level. Ja, hier gibt es auch so eine schöne versteckte Münze. Und eine Shell, die ich wieder mitnehmen kann. Das ist jetzt wieder meine Kumpel-Shell. Ah, die brauche ich sogar. Für ein Leben. Jusch! Okay, der kann die kaputt machen. Ach, nee, kann er nicht. Aber der macht die. Oh, das war. Okay, war keine falsche Idee. Ich hatte erst Bedenken. Aber alles gut. So, ich kann hier oben lang. Und ich kann durch die Röhre. Ah, hier ist nur eine Münze. Okay. So. Ich bin so blöd. Aber ich habe ja zum Glück noch Pilz gehabt. Die kommt natürlich zurück. Oh mein Gott. Das war natürlich alles geplant. Das war Skill. So, hier kommt gleich ein... Achso, der kommt noch nicht. Okay. Da kommt gleich irgendwie ein Swamp runter. Der macht hier alles kaputt. Aber wahrscheinlich muss ich den das oben triggern. Ganz weit oben. Noch viel weiter oben. Noch viel weiter oben. Oder ich komme... Dann selber mit dem Schuh runter. Ah, ne, Schuh gibt's ja hier gar nicht. Schuh. Weil es ja hier den Schuh gibt. So, zack. Ah, das war gerade echt dumm. Ja. Wow, ich hätte es gerade schon fast wieder gemacht. Wir wollen es hier nicht mehr zerquetschen lassen. Aber die Shell wollen wir mitnehmen. Ja, oder auch nicht. Da ist der Swamp, der alles kaputt macht. Und hier ist die Röhre, die mich zu den 10 Münzen bringt. Oder wie sehe ich das? Tatsache. Yay. So, dann hinterher. Was nützt mir das jetzt? Ach, das ist eine Röhre drunter. Okay. Da ist der Boss-Fight. Ja, das ist jetzt ja simpel. Ist ja ein ganz normaler Bum-Bum-Fight. Zum Glück ein kleiner Bum-Bum-Hitbox sollte passen. Und mich nicht verarschen. Ja, da habe ich mich selber verarscht. Das ist okay. Wenn ich jetzt das versaue... When I speak... I die. Ah, DJ lässt mal wieder grüßen. So.
Warum ist das denn so? Warum beschwört man sowas herbei? Was sind das für komische Gesetze? Das sind echt ganz komische Gesetze, dass man bei sowas dann einfach drauf geht, weil ist halt so. So. Jetzt gibt's aber dieses andere auf die Mütze. Bäm. Bäm. Ich finde es schade, dass Schlampfattacke nicht zweifachen Schaden macht. Aber egal, so. Das können wir nicht mehr versauen. Zack, und das war's. Ah, habe ich mich echt wieder blamiert bei dem Kampf gegen Boom Boom. Ja, das ist unglaublich. Aber was soll's. Zack, sehr schön. Okay. Dann haben wir uns wieder ein ganzes Stück den ganzen Leveln hier genähert, die wir noch zu spielen haben. Wie viel fehlen jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Vielleicht schaffen wir noch ein Level. Lost Swamps klingt kurz. Sieht auch kurz aus mit 21 Sekunden. Okay, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin, dann haben wir im nächsten Part nochmal 6 Level. Ich denke, dann ist immer im nächsten Part mit den Markus-Leveln durch erstmal, bis er was Neues gebaut hat. Und bis ich wieder... Ich muss ja auch mal wieder ein bisschen SMB aufnehmen. Ne? Jetzt habe ich schon wieder relativ viel Mario Maker aufgenommen. Aber auf die Markus-Level war ich noch... Da sind ganz schön viele gestorben. Ich würde gerade sagen, auf die Markus-Level war ich halt neugierig. Wie weit kann ich da runter? Ah, okay. Ja, gut, man muss es wissen, dann schätzt man das besser. Ah, oh mein Gott, hi. Dann schätzt man das besser ab, wie man da zu springen hat. Zum Glück schießt die nicht. Gib mir den. Das ist ein schöner kleiner Schumpf. Schöner kleiner Schumpf. So, hier geht's rein. Was ist hier? Irgendein Bonus. Einfach nur die 10er-Coin. Okay, einfach nur die 10er-Coin. Mit steigender... Was? Wie soll man denn, wenn man die 10er-Coin hat, dann da wieder rauskommen? Weil wenn das Wasser steigt... Was? Muss man das so schnell machen, dass man das in der Zeit... innerhalb der Lava-Zeit schafft? Wahrscheinlich ja. Oder die geht wieder runter. Kann auch sein. Weiß ich gerade nicht. Wollte ich jetzt jedenfalls nicht riskieren. Oh, das war das Level. Okay. Gut. Ich hoffe, ich bin dir nicht zu schnell durch, Markus. Aber ich denke, wir haben alles von dem Level gesehen, was man zu sehen kann. So, okay. Wir sind bei 28 Sekunden. Das hier sieht wieder länger aus. Das heißt... Dann machen wir dann das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.